Herzlich willkommen auf der ZOW 2013 in Bad Salzuflen. Ich befinde mich hier am Stand von Dora Lux und habe das Vergnügen, mit Herrn Löhmann zu sprechen. Guten Tag, Herr Löhmann. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen bei uns auf dem Messestand. Was macht Ihre Firma? Die Firma Dora Lux, die stellt Schiebetüren her, Raum hoch und Alurahmentüren für Möbel. Sie sind nicht das erste Mal auf dieser Messe? Wir haben uns 2009 das erste Mal in Bad Salzuflen präsentiert. Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt, neue Profile, neue Möglichkeiten vom Service, von der Lieferung. Und wir haben jetzt gedacht, 2009 ist der richtige Zeitpunkt, um da jetzt nochmal wieder präsent zu werden. Was für Produkte stellen Sie hier auf der Messe aus? Also wir konfektionieren raumhohe Schiebetüranlagen und Alurahmentüren für Möbel, quasi multifunktionale Gleittüren. Bei Ihren Türen ist auffällig, wie einfach und leicht sie sich öffnen lassen und auch selbst schließen. Was ist das Besondere daran? Wir haben einen Selbstschließungsmechanismus und das kann ich Ihnen wohl einmal präsentieren. Ihre Produkte sind individuell anpassbar in Höhe und Farbe. Können Sie mir hierzu mehr erzählen? Ja, wir können über 3 Meter Raumhöhe mit unseren Profilen verfahren und eine Türbreite von 2 Meter. In der Farbe ist es anpassbar, da wir nach RAL jeden Farbton aufpulvern lassen können und haben auch eine Edelstahloptik mit am Lager. Die Besonderheit, die wir auf dieser Messe ausstellen, ist unsere Mitteldämpfung. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Tür in der Parkposition zu dämpfen, aber dennoch sowohl zur linken als auch auf der rechten Seite die Tür zu öffnen. Mit welchen Lieferzeiten haben Ihre Kunden zu rechnen? Also konfektionierte Stangenware, das heißt Füllung erfolgt bauseits, ist es für uns möglich, die Lieferung innerhalb von einer Woche ab Stückzahl 1 bei den jeweiligen Kunden zu haben. Jede andere weitere Füllung, Standardfüllung, Gläser oder sonstige, brauchen wir 14 Tage bis 3 Wochen. Diesen Selbsteinzug, der sieht wie folgt aus. Oberhalb der Tür befindet sich ein Dämpfungssystem, bei dem die Tür, wenn die geöffnet wird, gespannt wird und beim Schließen der Tür die Tür sanft in die Parkposition ranfährt. Unsere ganzen Anlagen verfahren generell auf Tandemlaufwagen. Die Tandemlaufwagen sind ausgestattet mit einer Staubbürste. Das verhindert, dass die Lauffläche verunreinigt wird, sondern dass immer ein sauberes und leises Gleiten ermöglicht wird. Das Thema Mitteldämpfer haben wir jetzt ganz neu am Markt mit aufgenommen. Das möchte ich hier einmal demonstrieren, was ich auch gerade dargestellt habe. Sowohl einmal nach links zum Öffnen, zur Mitte geparkt, als auch nach rechts zum Öffnen. Welche Produkte sehen wir hinter uns? Hier präsentieren wir die Alurahmentüren für Möbel, die wir für Tischler auch ab Stückzahl 1 sowie für Küchenhäuser und Küchenhersteller liefern. Wir haben hier unterschiedliche Profilquerschnitte, wie man sehen kann. Und die Neuheit, die wir hier präsentieren, ist unser P60 mit Steg. Das werde ich einmal demonstrieren, da es von außen eine sehr schmale Ansicht hat von nur 6 mm. Da Design und Funktionalität doch immer ein großes Thema ist, werden die Profile in der Ansicht auch immer etwas schmaler und schlanker. Ja, wir sehen hier ein Profil P50 mit Steg, nennen wir das, mit Feuchtigkeitsdichtung, was gerne in der Küchenindustrie eingesetzt wird. Diese Lippendichtung, die soll verhindern, dass da sich Feuchtigkeit eindringt und unten ansammelt und die ganze Ansicht unansehnlich erscheinen lässt. Wir können das dementsprechend in Edelstahloptik und in Silber EV1 anbieten. Sowohl auch da ist es möglich, wie drüben bei den Schiebetüren, jede Tür nach RAL gepulvert. Welchen Kundenstamm beliefert Ihre Firma? Ja, wir beliefern Tischler, Handwerk, Möbelhäuser, Küchenstudios und Küchenhersteller als Industriekunden in ganz Deutschland. Dora Lux hat die Möglichkeit, unterschiedliche Profilvarianten anzubieten, von klassisch schmal bis hin sehr breit und wuchtig. Dieses Profil, was ich hier zeige, ist unser H2, was wir für große Höhen und Breiten gerne einsetzen, da doch sehr viel Aluminium eingesetzt wurde. Dieses Profil, das nennt sich H4, was einen sehr schmalen Charakter hat von nur 20 mm in der Ansicht. Das wird eingesetzt bei geringen Raumhöhen. Wenn konfektionierte Profile zum Tischler kommen, nehmen wir viele Dienstleistungsaufgaben schon ab. Das heißt, dieses jeweilige Einfassprofil, was wir am Lager haben von 4, 6 und 8 mm Füllungsstärke, ist auch sowohl in den Profilen integriert. Somit fällt ein Mehraufwand in der Tischlerei nicht an. Das sind Kostenersparnisse. Sollte ein Materialmix vorgenommen werden durch unsere füllungsteilenden Sprossen, haben wir auch dort unterschiedliche Einfassprofile, die wir dann auch vorfertigen. Das heißt, ein Tischler wählt sich oben und unten eine 8 mm Füllung aus und in dem mittleren Bereich möchte er, so wie auf der Messe, eine 6 mm Glas eingesetzt haben. Dann wird auch dort
die jeweiligen Einfahrtsprofile berücksichtigt. Was Dora Luxaus noch auszeichnet, ist eine sehr flache Bodenschiene. Unsere Bodenschiene BS2 trägt auch nur 4,5 mm auf. Diese wird auch schon vorgefertigt mit beidseitigem Klebeband. Die kommt beim Tischler an, was unwahrscheinlich hohe Klebekraft hat. Auch da ist es wieder Zeitersparnis, was Dora Lux als Dienstleister dem Tischler abnimmt und deutlich entgegenkommt. Sollten fertige Türen den Tischler geliefert werden, werden sowohl auch Montagehilfen bzw. Montageanleitung sowie die ganzen Türen und Deckenschienen beschriftet, damit auch ein reibungsloser Ablauf vor Ort garantiert ist. Wie kommt Ihr Produkt zum Kunden? Also die Produkte werden im Bündel bei konfektionierten Stangenware ausgeliefert und bei kompletten Türen haben wir ein Styropor-U-Profil, was wir über diese jeweiligen Profile drüber setzen, sowohl ein Umkarton, dass das beidseitig geschützt ist. Wir liefern mit eigenen LKWs, damit wir auch einen reibungslosen Ablauf garantieren können und die Ware in einem sehr guten Zustand beim Kunden ankommt. Welche gestalterischen Möglichkeiten hat der Kunde mit Ihrem Produkt? Bei diesen multifunktionalen Gleittüren sind die gestalterischen Möglichkeiten vielseitig. Man kann da Holzdekore, Gläser in verschiedenen Farben, Bespannung, Digitaldruck oder auch mit Lederbespannung, Stoffbespannung einsetzen. Wie auch gerade erwähnt, ist es wichtig, dass die Füllung 4, 6 oder 8 mm Stärke betragen sollte. Da wir ja über diese Pulverbeschichtung eine breite Palette an Farben mit anbieten können, bietet Dora Lux eine schöne und harmonische Optik. Herr Löhmann, wie ist Ihre Firma für die Zukunft aufgestellt? Gibt es vielleicht Pläne im Bereich Export? Ja, Dora Lux hat 2011 eine neue Produktionsstätte von ca. 5000 Quadratmeter bezogen für die Themen multifunktionale Gleittüren und auch Alurahmentüren für Möbel. Wir möchten jetzt erstmal in den deutschen Markt stark wachsen und sind aber auch interessiert für den Export. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und Dora Lux weiterhin viel Erfolg in der Zukunft und natürlich auch hier auf der Messe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview und Ihr Interesse an unserem Produkt. Gerne.